Hallo und herzlich willkommen zu den monatlichen Recruitment Trends Embedded Systems. Mein Name ist Tobias Zwadlo, ich bin bei Amoria Bond als Principal Recruitment Consultant und heute stelle ich Ihnen 5 Wege vor, wie Sie auch in Zeiten des Fachkräftemangels das passende Personal für sich und Ihre Firma finden können. Sie kennen sicherlich das Problem und das lässt sich auch mit Statistiken beweisen, dass Stellen teilweise bis zu 7 Monate nicht gefüllt werden können, gerade im Bereich Engineering und IT. Ich kenne auch zahlreiche Beispiele, wo Unternehmen seit über einem Jahr noch die richtige Stelle nicht besetzen konnten. Die Probleme sind natürlich dadurch sehr groß. Zum einen wird natürlich das bestehende Personal überlastet, Projekte können nicht gestartet werden, dadurch entstehen Opportunitätskosten teilweise in Millionenhöhe oder eben Produkte können nicht richtig in die nächste Generation überführt werden und man hat natürlich Befürchtungen, die Marktmacht auch entsprechend behaupten zu können. Kommen wir zu den 5 Punkten, wie Sie hier passendes Personal im Bereich Embedded Systems für sich gewinnen und überzeugen können. Punkt 1, Sourcing-Strategien. Viele Unternehmen verlassen sich nach wie vor alleine auf Stellenbeschreibungen und Stellenausschreibungen. Das Problem an der Sache ist natürlich, Stellenbeschreibungen wirken nur bei aktiven Kandidaten. Kandidaten, die jetzt gerade auf der Jobsuche sind und schon gesagt haben, ich werde auf jeden Fall kündigen oder derzeit noch arbeitslos oder nach dem Studium sind. Es gibt allerdings auch einen sehr großen Pool von Kandidaten, die würden sich nicht bewerben, weil sie bereits einen Job haben, der gut genug ist. Sie haben also keine existenziellen Probleme. Allerdings sind sie vielleicht auch nicht 100% zufrieden und suchen eine neue Herausforderung. Sie würden sich allerdings nicht selber bewerben, sondern sie möchten gerne zum richtigen Moment mit der richtigen Botschaft erreicht werden und auch entsprechend beraten werden. Das ist die Aufgabe von Amoria Bond, solche Kandidaten ausfindig zu machen und für sie zu begeistern. Punkt Nummer 2. Realistische Erwartungen. Das Problem an dem aktuellen Arbeitsmarkt ist, dass ja so oder so viel zu viele passende Kandidaten fehlen. Viele Unternehmen wollen auch einstellen. Daraus ergibt sich im Prinzip, dass der perfekte Kandidat nicht wirklich existiert. Was viel erfolgsversprechender ist, ist es, sich die Stelle und die Aufgaben ganz genau anzuschauen, was sind die essentiellen Aufgaben und Fähigkeiten, die jemand mitbringen müsste. Die sollten so flexibel wie möglich sein, dass sie die essentiellen Skills, die Must-Have-Skills abdecken, einige wenige, aber dann den Rest im Prinzip als Nice-to-Have deklarieren. Und so haben sie die Chance natürlich, einen viel größeren Pool interessanter Kandidaten zu finden. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Kandidaten anlernen müssen, ist so oder so recht hoch. Wichtig sind natürlich auch neben den technischen Fähigkeiten die Motivation und die Passung zum Unternehmen und zur Kultur. Auch dann, wenn jemand vielleicht diese Punkte mitbringt, aber etwas weniger die Fähigkeiten noch hat und diese noch lernen muss, auch dann sollten Kandidaten eine Chance gegeben werden. Punkt Nummer 3, ein schneller Prozess. Das Problem ist natürlich auch oft, dass Kandidaten nicht nur einen Prozess verfolgen. Sie sind also in der Regel sehr oft in Konkurrenz mit anderen Bewerbungsprozessen. Wenn natürlich einer besonders schnell ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieser Firma den Zuschlag bekommt. Wichtig ist also, den Lebenslauf schnell zu sichten, schnell zu screenen, passt es oder nicht, dann eine schnelle Einladung zu einem Interview einzubringen und natürlich auch dann nach dem ersten Gespräch schnell ein zweites folgen zu lassen und auch schnell zu entscheiden, um ein Angebot zu erstellen. Tatsächlich habe ich Beispiele, wo dieser Prozess innerhalb von 3 Tagen abgelaufen ist. Es ist also möglich, ansonsten ist auch ein Prozess, der sich über 1-2 Wochen erstreckt, immer noch ein schneller Prozess und gibt Ihnen natürlich einen sehr großen Vorteil gegenüber Ihrer Konkurrenz. Punkt Nummer 4. Bedürfnisorientierte Interviews. Interviews laufen heutzutage auf Augenhöhe ab. Natürlich muss jeder Fachbereich, jeder Manager herausfinden, ob der Kandidat die notwendigen Skills und auch die notwendige Motivation hat. Gleichzeitig aber muss auch der Kandidat überzeugt werden, diesen Wechsel für sich vorzunehmen. Der Kandidat muss also das Gefühl haben, dass er hier in diesem Job wirklich einen Mehrwert bekommt, eine spannende Herausforderung und sich weiterentwickeln kann. Das heißt, auch im Gesprächsverlauf und der Gesprächsstruktur muss Zeit dafür sein, den Kandidaten zu prüfen, aber auch dem Kandidaten wesentliche Informationen zu der Stelle und zu dem Unternehmen zu geben und natürlich auch genügend Zeit, seine eigenen Fragen zu stellen. Und zu guter Letzt Punkt Nummer 5, bedürfnisorientierte Angebotserstellung.
Wichtig ist zu wissen, Kandidaten, ganz besonders passive Kandidaten, wechseln nur dann ihren Job und kommen zu einem anderen Unternehmen, wenn sie eindeutig erkannt haben, dass dieser neue Job wirklich eine Verbesserung für ihr eigenes Leben und das ihrer Familie ist. Dazu ist es wichtig, Kandidaten vorher schon auch zu fragen, was ihnen denn am Herzen liegt, gerade bei Punkten, die erst im Angebot kommen. Das heißt, das Gehalt, Mobile Office, die Pendeldistanz und Zeitregelung. All diese Punkte kann man mit dem Kandidaten besprechen und sicherlich ist es so, dass die Erwartungen nicht eins zu eins übereinander passen. Wichtig ist hier allerdings, dass beide Seiten ein offenes Ohr füreinander haben und versuchen zusammenzukommen, die Situation der anderen Position zu verstehen und so ein entsprechend passendes Angebot zu unterbreiten, das beide Seiten glücklich macht, denn so gewinnt der Kandidat eine Verbesserung für sein Leben und sie eine passende weitere Fachkraft für ihre Projekte und Produkte. Ich hoffe, diese Punkte waren für Sie interessant. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, sich mal mit mir austauschen möchten, dann finden Sie auch hier meine Kontaktdaten. Schreiben Sie mir einfach bei LinkedIn. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie das Video liken, kommentieren und teilen. Bis zum nächsten Mal.